Hallo, hier ist Jürgen und willkommen zum, ja, zur finalen Woche von Super Mario Bros. 3. Und Alter, hat das viel gelaggt die letzten Male. Es hat mich nur noch aufgeregt. Ich hoffe, heute läuft es besser, aber ich denke mal, mir selber ist dadurch leider erstmal klar geworden, dass ich wohl nicht mehr viel vom SNES machen sollte. Zumindest wenn es weiter laggt wie letzte Woche, weil das war ja total Absturz. Wenn es heute besser ist, naja. Aber ich meine, ein Hauptprojekt unter diesen Voraussetzungen aufzunehmen, ist eine reine Zumutung, sage ich mal. Weil ihr habt ja selber gemerkt, wie Absturz das war. Ich meine, hallo, ich konnte kaum. Am Anfang ging's und dann irgendwann wurde es halt immer schlimmer und jetzt scheint es aber wieder okay zu sein. Ich hoffe es zumindest. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, es tut mir leid, dass die Qualität wirklich so übertrieben Absturz war, aber ich glaube, ich war in so einem Zustand, wo mir dann schon alles egal war. Vielleicht kennt ihr sowas, ja. Auf jeden Fall, die letzte Welt, seht ihr schon, ist etwas anders von dem Levelaufbau, denn jetzt sind wir halt ziemlich nah an Bowsers Festung. Was heißt, die ganze Sicherheit, die ganzen Viecher übertreiben einfach mal so richtig und wollen halt nicht, dass wir weiter nach vorne kommen. Aber das Ding will ich. Ha! Okay, das war ja nicht zu schwer. Auf jeden Fall, ihr seht schon, die Schwierigkeit hier ist schon höher als früher. Es sind sehr viele Projektile auch auf der Karte unterwegs, aber nichts ist zu schwer. Sag ich mal. Und zack. Haha. Naja, ansonsten, ich finde es schade, dass ich das jetzt schon aufnehme, aber für meine Verhältnisse für Super Mario aufnehmen ist diese Folge doch etwas spät, denn ich bin jetzt ein paar Tage vor Samstag, wo Folge 7 komplett hochkommt und es waren nicht drei Folgen, also musste ich das leider an zwei Tagen hochladen, also eine oder zwei Folgen am Samstag, weil drei Folgen an einem Tag ist mir dann wieder viel zu viel. Aber ich denke mal, damit könnt ihr leben, oder? So, ansonsten, ich hoffe, dass diese Welt nicht nochmal drei Folgen brauchen wird. Kann aber sein, werden wir sehen, schätze ich. Und ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes Let's Playen soll. Am Samstag. Ich weiß nicht mal, ob ich noch mein Sonntagsprojekt beibehalten soll. Es kann auch sein, dass ich das erstmal nicht mehr mache. Weil, ich weiß nicht. Aber ich hätte schon Lust, so ist es nicht. Moment. Okay, alles klar. Weil, wie soll ich das erklären? Ich meine, es gibt so viele Spiele, die ich gerne machen würde, aber andererseits würde ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr lieber auf die anderen Projekte, ja, konzentrieren, die ich mache. Weil, weiß ich, auf Metal Gear habe ich im Moment auch sehr viel Lust. Und gerade ja sowieso, finde ich zwar schade, dass das nicht so sehr geguckt wird, aber das ist auch so ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, auch wenn das wahrscheinlich dann schon nicht mehr aktuell ist, wenn diese Folge hochkommt. Aber gestern hat der Final Level Gamer halt ziemlich viel, ich sag mal, Enttäuschung erlebt mit sehr vielen D-Abos und ein Video gepostet gehabt, von wegen, dass er eine Upload-Pause machen will und genau da werde ich schon mal getroffen, weil ihm das einfach nicht gefällt, wie das Ganze abläuft, aber ich finde das schon mal gut, dass das Video weg ist, weil es ist, wie soll ich das sagen, man muss damit leben. Ich meine, ihr kennt das ja, bei mir ist es genauso. Ich habe eigentlich eine relativ viel höhere Anzahl an Abonnenten, wie ich Klicks habe, aber ich meine, klar, ich bin auch enttäuscht, wenn mich Leute abonnieren und meine Videos nicht schauen, aber ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht sagen, ja, verpisst euch oder so, sondern ich sage einfach, okay, ja, macht was ihr wollt, aber ich schätze halt natürlich eigentlich nur die Leute, die auch meine Videos gucken, weil das sind die Leute, die mir wichtig sind und denen danke ich halt für, das sind auch Leute, für die ich das Ganze mache. Ich meine, ich mache es auch hauptsächlich für mich, klar. Aber ich mache es auch sehr gerne für diese Leute, die eben meine Videos schauen und das Ganze respektieren, was ich hier mache. Und die, die das halt nicht interessiert, ja, die sollen sich damit halt nicht, die sollen sich das nicht ansehen und gut ist. Ich meine, ist halt so. Was soll man machen? 2 und 3. Weil man sollte es aus Spaß machen. Wenn man es eben nicht mehr aus Spaß macht und, weiß nicht, seine Abonnenten zwingen will, das Ganze zu schauen, dann hat man auf YouTube einfach keinen Spaß mehr, glaube ich. Und so sollte das nicht sein, oder? Und Final Level Gamer, du bist ein Top-Let's Player in meinen Augen. Also, ich schaue deine Projekte wirklich gern. Ich muss dazu sagen, Benjo, habe ich mir die ersten gut 15 Folgen angeguckt. Aber es ist irgendwie einfach nicht mein Spiel. Aber Mega Man schaue ich gern. Und ey, du bist der einzige Let's Player auf ganz YouTube, der mich dazu gebracht hat, Mario Kart Let's Play zu schauen, ja? So, und jetzt schauen wir mal. Komme ich hier in einem Rutsch rüber?
Nee. Ich habe mal ein Video von einem gesehen, der ist da komplett rübergerutscht. Denn diese Level hier funktionieren ein bisschen anders. Und zwar ist es, glaube ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es kann sein, dass man in diese Level eingesogen wird oder eben nicht. Fragt mich bitte nicht, woran das liegt, weil ich weiß es nicht. Wow. Da bist du ganz schön durch die Lücke gefallen, mein Guter. Und ja, da ist ein Pilz, gut. Aber ich weiß, ich habe ein Video gesehen, da ist ein Typ einfach über alle Level drüber geslidet. Bei mir hat es anscheinend nicht geklappt. Oder ich habe einfach nicht die Technik. Ist ja auch egal. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Level, die man immer wieder machen kann. Hey, aber dafür kriege ich ein Blatt. Ja, das passt doch. Und ich bin gerade übertrieben gut drauf, weil irgendwie alles gut zu funktionieren scheint heute. Warum auch immer. Vielleicht will mir der Emulator zeigen, hey, mach noch mehr vom Super Nintendo. Hey, ja, bitte. Weiß gar nicht. Aber wie gesagt, falls ihr mir letzte Woche keine neuen Vorschläge gemacht habt, ist das wohl so ziemlich eure nächste Chance, weil wenn ich in der Folgewoche ein neues Projekt anfange und mir hier halt nichts geschrieben habe, dann werde ich mir wohl selber was aussuchen müssen. Und was ich machen soll, weiß ich halt noch nicht. Denke ich, werde ich dann sehen. Ah, noch einmal. Von mir aus. So, lasst mal schauen. Und okay, in die Level kann man doch nicht doppelt, weil ihr habt ja gesehen, da ist dann doch das M drauf. Ich dachte, man könnte doppelt rein, aber nö, habe ich mich getäuscht. So, runter. Und da nehme ich auch in diesem Level. Okay, rüber geht's nicht. Ah. Moment, gut. Nein! Nicht gut. Nicht gut. Lasst mich in Ruhe. Wow. Das ist übrigens nur der erste Teil, sage ich mal, von Bowser's Welt. Die zweite hat dann schon wieder eher normalere Level. Also Level im Sinne von Level und nicht lauter Panzer oder so. Aber das werdet ihr schon sehen. Aber ich werde ab jetzt, also im zweiten Teil, einfach mal gehörig meine Wolken einsetzen, dass das Spiel schneller geht. Aber dieses Level hier sollte es nochmal in sich haben. Pilz sollte reichen, hoffe ich. Ich weiß es aber nicht, aber wow, ihr merkt schon, selbst die Geschwindigkeit hier ist erhöht. Also das Level hier hat es echt nochmal in sich. Ich hasse diese weiten Sprünge ohne Blatt, sage ich mal, weil ihr habt ja selbst in Welt 6 gesehen, wie ich da gefailt habe in der Eiswelt. Oh ja. Naja, passiert. So, hepp. Was? Genau. Ganz ehrlich, ist es mir egal. Ich will jetzt ein bisschen Zeit sparen. Wo ist mein Pi? Ich habe doch genug davon. Jetzt habt ihr verschissen. Schaut mal. Lalalalalala. Boah, ist irgendwie eine Flüssigkeit über meinen Controller gelaufen. Irgendwie klemmen die Knöpfe ein bisschen, merke ich gerade. Hört ihr das? Na egal, auf jeden Fall. Was gibt's denn sonst so? Weiß gar nicht, wie lange der Part schon ist. Also, solange es so flüssig läuft, nehme ich einfach mal alles in einem Stück auf, schätze ich, und schneide es mir hinterher zurecht. Weil, wenn es flüssig läuft, will ich auch nicht Stopp drücken, sagt man. Und gut, dass hier oben keine Projektile sind. Nicht mitgedacht, Spiel, ha? Tja. Okay, aber ich meine, die Peace habe ich jetzt auch die ganze Zeit schon. Und dann setze ich sie jetzt einfach mal ein, wieso nicht? Alala. Okay, ihr seht schon, wie lang das Level ist und wie abstürzt das ist, wenn man kein Blatt hat. Ich meine, hallo, was sind das für Sprungpassagen, die man leisten muss? Das ist doch total Absturz. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier jemals schon mal ein Pi verwendet habe. So, und da dürften wir runter. Ganz vorsichtig runter. Wo bin ich denn? Ah, da. Alles klar. Nun denn. Ach, so einer. Und zwei. Oh, es war ganz schön knapp. Und drei. Und jetzt seht ihr auch, dass wenn man das Pi hat, man aber ein Level schafft, dann ist es halt kein Pi mehr im nächsten Level, sondern nur noch ein normales Blatt, weil das wäre ja auch ganz schön overpowered, wenn man den ganzen Status behalten würde, sage ich mal. So, damit haben wir den größten Teil schon mal geschafft, glaube ich, oder? Aber es müsste jetzt hier ziemlich dunkel sein, wenn ich mich erinnere. Man sieht hier, glaube ich, nichts, oder? Jo. Aber hier sind wieder normale Level, seht ihr schon. Wahrscheinlich werde ich hier ungefähr den Schnitt machen, bevor es dann weitergeht, schätze ich mal. Kann mich aber auch irren. So, schauen wir mal. Ja, es wirkt schon wieder wie ein normales Level, aber schon von einer höheren Schwierigkeit, sage ich mal, weil schließlich ist das die letzte Welt und die hat es eben doch nochmal in sich. Wobei Welt 7 hat mir wohl. Wow! Was für ein Scheiß. Aber ich glaube, Welt 7 hat es mir bis jetzt am meisten angetan, zumindest im Let's Play. Wobei normalerweise tue ich mich da wirklich gar nicht so schwer, aber okay.
weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Wolken werde ich jetzt einsetzen. Dann tut es mir leid, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr alle Level seht, aber ich will das Let's Play doch noch ein bisschen schneller beenden. Wow. Na, kommt da nochmal was? Nein! Okay, wie mache ich das jetzt? Wie? Komm her, Schildkröte. Schneller. Da! Okay, ihr habt's Level gesehen, Wolke. Hui! Na also. Aber jetzt darf ich auf keinen Fall failen, weil sonst bin ich nämlich wieder vor dem Level und dann raste ich ja richtig aus. So, lasst mal sehen, was ist das? Warum läuft hier überall die Underground-Mucke? Nicht, dass es mich stört, aber... So... Okay. Bin ich auf dem Mond? Moment, ich will nicht zu weit fliegen und irgendwo landen, wo ich nicht weiß, ob ich da landen kann. Und wo wird... Oh, wo kommst du denn jetzt wieder her? Kann ich dich aus dem Bild glitschen oder so? Geh weg, geh weg. Nein! Ah, jetzt habe ich mich nur auf die Sonne konzentriert. Geh weg, Sonne. Wow, 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 wow. Mario, ich will auch nicht so schnell rutschen. Ich vertraue dir irgendwie nicht. Oh, komm her. Ich muss nicht mal springen, du Idiot.